Wir Moslems befinden uns gerade in der Fastenzeit. Ein Monat, in dem wir von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts essen und nichts trinken. Gestern Abend ist mir das ziemlich schwer gefallen. Ich hatte so eine Stunde, bevor ich essen durfte, hat mein Magen geknurrt. Ich hatte Durst, da ich morgens nichts gegessen hatte. Doch dann kam ein Gedanke. Yasin, was ist los mit dir? In einer Stunde darfst du essen, darfst du trinken. Du hast sogar Essen bestellt und in deinem Kühlschrank hast du auch noch einiges, was du essen könntest. Was ist eigentlich mit den ganzen Menschen, die aktuell nichts zu essen haben? Und dieser Gedanke hat mich ziemlich zum Nachdenken gebracht, auch heute den ganzen Tag schon. Es gibt über 830 Millionen Menschen, die weltweit nicht selbstverständlich zu einer bestimmten Uhrzeit Essen bekommen. Kinder, die aufgrund ihrer Armut, indem sie gar nichts dafür können, wo sie aufgewachsen sind, verhungern müssen. Währenddessen, auch jetzt in dieser Fastenzeit, gibt es auch viele Moslems, die dann abends ein totales Festmahl haben. Sie tischen dann auf ein 5-Gänge-Menü und genießen das ganze Essen. Aber auch das ist nicht richtig. Man soll genau diese Zeit dafür nutzen, dass man lernt, mit weniger auszukommen und auch lernt, dass das nicht selbstverständlich ist. In dieser Zeit muss man auch Menschen, die nichts zu essen haben, auch Essen geben. Also auch dafür sorgen, dass Familien, die in armen Gegenden leben, dass sie von einem, der die Möglichkeit hat, das Geld dazu bekommen oder Essen bekommen, damit sie über diese Zeit auch ernährt werden. Also schon unglaublich das Gleichgewicht der Welt, wie sehr das gestört ist. Was machen wir? Wir meckern darüber, dass wir erst spät abends essen können oder dass uns irgendwas nicht schmeckt. Unsere Kinder wachsen damit auf, dass sie einen vollen Kühlschrank haben und sagen, das schmeckt mir nicht, das möchte ich nicht haben, und suchen sich das Essen aus. Wir sollten manchmal nachdenken und vor allem auch das Ganze nicht immer als selbstverständlich sehen. Denn andere, die haben überhaupt nichts. Und dieses Video nehme ich einfach für dich auf, um dich zu inspirieren, vielleicht in dem einen oder anderen Punkt anzusetzen, zu lernen, mit weniger auszukommen, aber auch dort, wo du helfen kannst, wo es Menschen gibt, die sich nichts zu essen kaufen können, dass wir auch hier helfen. Aktuell gibt es sogar in Deutschland Menschen, die an ihrer Armutsgrenze sind. Also hier, aber auch woanders, wo die Menschen überhaupt nichts haben, müssen wir Menschen aktiv werden und etwas tun. Ich hoffe, dieses Video konnte dich inspirieren und gerne kannst du das teilen mit anderen Menschen, die auch zum Nachdenken angeregt werden sollen. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit. Dein Mr. Yasin. Ciao.